Die Regierung sitzt auf mehr als 3 Millionen Masken. Die vermodern dem Kanzler unter seinem Hintern weg. Aber seine türkisen Freunde haben sich wenigstens über Milliarden Euro an Steuergeld gefreut. Österreich hockt auch auf Millionen von Tests. Auch die wären unbrauchbar, weil das Ablaufdatum dem ewigen Virenkrieg im Wege steht. Aber Hauptsache, es wurde ein ordentliches Geschäft mit dem Tod gemacht. Und erst die vielen Spritzen, die man im vorauseilenden Gehorsam bei den Freunden von der Pharmaindustrie an allen Ausschreibekriterien vorbeigeordert hat. Pro Mann und Nase wurden zig Spritzen gekauft, die nun ungenützt irgendwo vor sich hingammeln, während die Bankkonten der schwarz-türkisen Plädiers so vital wie noch nie zuvor sind. Die Regierung will nun das Inventar ihrer virologischen Schreckenskammer anderweitig nutzen. Man bringe Fantasie auf, wie man die Rotztücher, die Spritzen und die Tests denn nicht umfunktionieren könnte. In der ÖVP-Parteizentrale, also in der Hundehütte der vermeintlich parteipolitischen Rottweiler, die dann doch zu haarlosen Schoßbudeln mit Erwin Bröll Gedächtnisdonsur montiert sind, überlegt man mit den restlichen Masken eine Art Christoph-Verhüllung der schwarzen Parteibuchhaltung. Aber auch ein neues Ballkleid für das Schreckgespenst aus St. Pölten, wenn sie auf den Besen reitet, lässt sich formidabel mit den Plastikfetzen schneidern. Auch das Gewissen, also das dauernd Schlechte, lässt sich hinter einer alten Maske bestens verstecken. Und es ist daran gedacht, den Kanzler zu verhüllen, Karl den dritten Schmähhammer, denn jeder Auftritt dieses Laiendarstellers verjagt ein paar Wähler mehr. Morgen bereits in Kärnten, wenn die Volkspartei unter 10% und damit unter die politische Wahrnehmungsschwelle rutscht, da werden dann auch den Millionen von Masken als Schnäuztücher gebraucht, die den verwesten türkischen Leib durch das Jammertal des Wählerverlusts begleiten. Und demnächst in Salzburg, wenn die Koronisten und Abkassierer den Landeshauptmann verlieren. Denn wer nicht hören will, der muss eben fühlen. Immer öfter, bis es wirkt.